Hallo und herzlich willkommen. Wir, das sind Christoph Gröner, künstlerischer Leiter des Filmfest München und Julia Weigel, Programmerin beim Filmfest München, sind endlich mal wieder zurück mit einem Und du so. Und einen tollen Und du so, weil wir nämlich heute mit einem ganz besonderen Gast sprechen. Sie war schon öfter mit Filmen bei uns, aber jetzt ist sie erstmals in einer Jury bei uns und darüber wollen wir unter anderem reden. Herzlich willkommen, Anne-Rathe Polle. Hallo, ich freue mich sehr auf München, aufs Hallo. Filmfest. Unsere erste Frage ist immer, und du so, wo erwischen wir dich? Ich bin gerade zu Hause zwischen zwei Proben, Kostümprobe und gleich nochmal eine Leseprobe für eine kleine Satire-Sendung Browser Ballett. Die drehe ich nächste Woche. Ja, da erwischt ihr mich gerade. Wir haben dich eingeladen in eine unserer Jurys, und zwar in die Jury des Cine Rebels Wettbewerb, unseren dritten, noch relativ jungen und neuen internationalen Wettbewerb. Als du das gehört hast, dass wir dich einladen in eine Jury, die sich nennt Cine Rebels, was war denn da deine erste Reaktion, Anne? Ich habe mich total gefreut, weil also Rebellion, finde ich, habe ich mir eh so ein bisschen zu meiner Aufgabe so ein bisschen erklärt. Keine Ahnung. Aber ja, nein, ich habe mich total gefreut, auch vor allem mit Bruce LaBruce in einer Jury zu sein. Welche Ehre. Und ich freue mich darauf. Und Axel Hanisch, wie ich heute erfahren habe, freue ich mich noch mehr. Ja, ich freue mich auf tolle Filme, einfach auch international ist es toll. Also auf einem Filmfestival internationale Filme zu sehen. Ich war bisher nur in deutschen Jurys, wo ausschließlich deutsche Filme waren, was auch toll ist, aber ja, so ist es auch schön. Also ich freue mich sehr, vor allem auch auf München und auf das Filmfest in München. Ich bin da immer sehr gerne, weil es so ein bisschen familiärer ist, übersichtlicher und an der Isar. Ja. Na, also du wirst auch dazu kommen, die Isar zu genießen, aber erstmal, es sind 10 Filme und wir sind tatsächlich ein bisschen stolz auf den Wettbewerb. Es ist jetzt das zweite Jahr, aber diesmal glauben wir, dass es eben das Kunst und Rebellion ganz wunderbar zusammenkommt. Nur noch einmal nachgefragt, Kunst ohne Rebellion, geht das für dich überhaupt? Naja, irgendwie geht es für mich immer darum, sowohl als Zuschauerin als auch als Macherin, darum, dass der Kopf so ein bisschen geöffnet werden kann. Also, dass ich was Neues sehe und erfahre. Und das kann man ja schon als Rebellion auf jeden Fall gegen das Bestehende, also gegen Stagnation auf jeden Fall ansehen. Also, wenn man es so denn sieht. Also, das finde ich als Zuschauerin aber auch zu machen immer interessant, einfach neues Terrain zu sehen oder zu betreten, wo man noch nicht weiß, wirklich, wo die Reise hingeht, wo man erstmal anfängt mit einem Gefühl und auf der Suche ist und schaut, was passiert. Ich finde, das sieht man immer in einem Film oder in einem Kunstwerk. Also von Kunst kann ich nicht so, kann ich nicht so mitreden, aber in einem Film sieht man das schon, ob da mit einer gewissen Risikobereitschaft oder ob es auch was Experimentelles hat, selbst wenn es ein Drehbuch gibt als Vorlage, das meine ich nicht. Aber wenn jemand so auf die Reise gegangen ist oder ein Ensemble, man sieht das sehr schnell, finde ich. Und natürlich, wenn das dann also eine Form hat, also wenn das alles zusammengeht, ich finde, das ist, also ich brauche das wirklich als Nährstoff im Leben, wie Essen und Trinken brauche ich einfach. Für mein privates Wohl gute Filme. Also deswegen ist es ein totaler Luxus jetzt, da 10 Tage in München Cine Rebels zu sehen. Also ja, herrlich. Aber sag mal, Anne, für dich jetzt selber als Schauspielerin, macht es da für dich einen großen Unterschied jetzt auch, weil du gesagt hast, neue Terrains sozusagen zu erkunden? Das machst ja du eigentlich auch am laufenden Band. Ja. Egal, ob du jetzt auf die Bühne dich stellst oder dich bei Dreharbeiten einem neuen Filmstoff widmest. Macht es da aber für dich da in irgendeiner Art und Weise einen Unterschied, ob das tatsächlich live auf der Bühne passiert oder bei einem Dreh? Wenn es jetzt auch sozusagen um die Rebellion in deiner eigenen Kunst geht, in deiner eigenen Darstellung oder auch an den Stoffen, an die du dich damit ranwagst. Also einmal gibt es immer zwischen Theater und Film natürlich einen Unterschied, ne? Weil Theater ist immer so der direkte Austausch mit dem Publikum und das direkte Spiel auch mit allen Kollegen auf der Bühne, weil es gibt nur einen Raum und da findet alles statt miteinander und das ist
ebenso. Ne? Man spielt halt das ganze Stück und die Theaterstücke, die ich gemacht habe, waren fast meistens in den letzten 10 Jahren Stückentwicklungen, wo man auch die Texte mitgeschrieben hat und mit, also alles mitgearbeitet hat, auch dramaturgisch und so. Eben, ja, mit Herbert Fritsch habe ich viel gearbeitet, aber auch mit Castorf und so weiter. Und ja, beim Film ist das was anderes. Aber ich finde halt, ja, ich liebe das sehr, mit unterschiedlichen Mitteln zu arbeiten. Weil also gerade mache ich eigentlich nur noch Film und ich finde das ganz toll. Also hier gibt es meistens ein Drehbuch, einen Text und das finde ich sehr erholsam. Und ja, aber trotzdem, ich arbeite sehr gerne auch mit, ja, mit Autorenfilmern, aber müssen auch nicht Autorenfilmer sein. Ich arbeite sehr gerne mit RegisseurInnen, die so eine eigene Vision haben, die so sich was vorgestellt haben. Und meistens sind die sich selber sehr treu oder eben die Autorin oder der Autor, dass das ein besonderes Buch ist. Da ist immer irgendwie, ja, nicht unbedingt Rebellion gegen etwas, sondern eher für etwas. Also eine neue Fantasie oder eine neue Spielweise oder eben eine neue Sichtweise zu sehen. Also das ist mehr, also das interessiert mich immer beim Kunstmachen, dass Rebellion, ja, ich finde, Rebellion ist nicht nur gegen etwas, sondern auch, sollte nicht nur gegen etwas sein, ist es meistens auch nicht, sondern für etwas, dass man, ja, die Komfortzone erweitert oder daraus geht. Also, es ist schön, dass du es ansprichst, weil, also, ich meine, es gilt das gesprochene Wort, wo du die Hauptrolle hattest. 2019 war unser Eröffnungsfilm der Reihe Neues Deutsches Kino damals. Und ich glaube, dass dieser Film auf jeden Fall ein Kopföffner, um jetzt mal so ein Wort von dir zu verwenden, sozusagen absolut war und eine Rebellion für etwas, nämlich für ein Miteinander, grenzüberschreitende Offenheit für andere Menschen. Und da kam beides zusammen, weil du eine unglaubliche Performance dann auch geliefert hast, als du nicht bei uns, sondern später den Bayerischen Filmpreis gewonnen hast und dich Ja. rebellisch gegen das Ende der Rede gewandt hast, weil du einfach noch so vielen Leuten zu danken hattest. Es war ein wunderbarer, Ja, ich. und es war eine Rebellion für etwas auch eben auch. Wir bleiben jetzt so ein bisschen an dem Thema Ja, hängen, aber genau. in dem Moment auch total drin. Ja. Ja, absolut. Also da hatte ich eben mir wirklich was, ich habe diese Rede eine Woche wirklich geschrieben, daran gesessen und recherchiert und lauter Sachen gefunden, die immer wieder zu diesem Punkt führten, also über den Film, also der Untertitel ist, oder der englische Titel von Es gilt das gesprochene Wort war eben I was, I am, I will be, eben dieses Zitat von Rosa Luxemburg, das hat sie geschrieben, einen Tag bevor sie ermordet wurde. Und das waren alles so viele Widersprüchlichkeiten, die alle irgendwie, da konnte ich keins mehr weglassen, weil alles der Aussage diente eben, dass oder was ich sagen wollte, dem diente, dass es eben, die Welt ist nun mal widersprüchlich. Sie ist widersprüchlich und total komplex und nur Vertrauen kann Komplexität überwinden. Und das war so meine Aussage gegen Angst letztendlich. Aber ich wollte eben für Vertrauen, also weil das meine tiefste Erfahrung und Erfahrung, eine Lebenserfahrung war, auch künstlerische Erfahrung. Also dass genau Vertrauen dann hilft, wenn man total Angst hat. Und das sind so Sachen, wenn ich die in einem Satz sage, da, hä? Ich konnte es nicht mehr kürzen. Und ja, deswegen hatte ich dann am Anfang kurz eine Sekunde die Überlegung, okay, kürze ich das jetzt einfach ab irgendwie? Und dachte, nee, das werde ich mir mein Leben lang nicht verzeihen. Auch wegen der ganzen Arbeit. Und ich dachte, ja, ich habe ja was zu sagen, die werden dann schon das checken. Ich hatte meine Rede auf 4 Minuten statt 3 Minuten gekürzt. Also schneller ging es nicht. Und naja, und dann hatte ich mich entschieden. Und dann ist es natürlich klar, also dadurch, dass ich an der Volksbühne natürlich das Improvisieren wirklich, das muss man da können. Und oder man zelebriert es sogar. Oder ja, ist das ein gefundenes Fressen, wenn natürlich bei einer Rede das Mikrofon runtergeht in die Erde, ist ja klar, das ist Slapstick, ja. Und es macht ja auch Spaß und das ist auf jeden Fall auch unterhaltsam und somit konnte ich das Ganze so ein wenig strecken.
dass ich da, ja, dass es eben auch unterhaltsam war, das war mir auch wichtig. Ja, insofern hatte ich irgendwie Glück im Unglück. Ja, und es hat irgendwie dazu beigetragen. Ich war natürlich völlig schockiert danach. Ich dachte, das war jetzt das Ende. Es hätte eine schöne Karriere werden können, aber ja, nun ist es eben so und dann ich sprenge irgendwie jeden Rahmen. Ja, dann mache ich demnächst vielleicht besser Kleider für Frauen, weil ich hatte mir dieses Kleid selber da designt, also machen lassen von einer Schneiderin und dann dachte ich, ja, dann mache ich ein zweites Standbein auf zu Designen für Kleider, für Schauspielerinnen auf solchen Festivitäten. Ja, sowas ging dann alles in meinem Kopf rum und danach merkte ich dann, oh, das war ja doch alles ganz gut und sinnvoll und hat seinen Zweck erfüllt. Sollen wir dir, weil unser Format geht ja immer so wahnsinnig schnell vorbei und wir sind eigentlich schon fast am Ende, aber wir wollen dir noch eine kleine Überraschung sagen. Und zwar einen lustigen Zufall eigentlich auch. Wenn unser Interview veröffentlicht wird, ist die News schon raus, aber du weißt es, glaube ich, noch nicht. Nämlich Ilka Çatak sitzt auch in der Jury bei uns. Ihr kommt also Ich beide weiß es schon. im gleichen Jahr wieder zurück. Du weißt Oh, es sie schon. weiß es schon. Sie weiß es Ja. schon. Sie haben miteinander geredet. Ja, wir haben uns getroffen neulich auf der Straße kurz. Und da habe ich gesagt, Ja. ja, bist du in München? Ja, ich bin auch in München. Ja, natürlich. Ja, ich auch. Und er ist auch in der internationalen irgendwie, aber in einer anderen Sparte. Ne? Ja. Ja, freue ich mich total. Cinemasters, genau. Total. So. Ja. Wir freuen uns total, euch Ja, beide wieder in super. München begrüßen zu dürfen, im gleichen Jahr, unserem 40. Geburtstag beim Filmfest München. Und nur als allerletztes, du bist sogar wieder im Eröffnungsfilm der Reihe Neues Deutsches Ach, das Kino. ist auch Das dann kommt der noch dazu. Eröffnungsfilm. Ach. Nämlich Black Box von Asli Özge, Samstagabend bei uns zu sehen. Aber darüber reden wir ein anderes Mal. Danke dir sehr, Ja. Anne, dass du Ich bei uns danke. warst. Ich danke und freue mich sehr. Und bis bald. Bis Genau. bald. Macht's gut. Ja, bis Und ihr dann. Ja, liebe tschüss. Tschüss. Und ihr Danke. liebe Tschüss. ZuhörerInnen, wir sind auch bald wieder da. Wir sind wieder zurück mit einem Und du so bald. Mit wem? Verraten wir jetzt noch nicht. Aber es wird international. Auf jeden Fall. Vielleicht. Nein, sicher. Also, bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao.